ja, zum dritten Mal Bürgermeister Bankerl. Heute bin ich allerdings zu Gast bei dir, lieber Stefan. Wir sind nicht auf einer Parkbank, weil die hier im Ortspark erst noch kommen. Wir sind auf der kleinen Rampe, auf der kleinen Halfpipe, die hier neu entstanden ist, am Jugendzentrum, mitten in der Baustelle für unseren Ortspark. Lieber Stefan, jetzt als Bürgermeister, nicht nur als Aufsichtsratsvorsitzender, wie geht's dir hier, wenn du auch auf das schaust, was hinter uns liegt, was wir miteinander hinter uns liegen haben und was alles noch kommen soll? Also ich würde mal sagen, Max, wir können auf jeden Fall stolz drauf sein, was wir zwei miteinander geschafft haben. Du natürlich die letzten Jahre federführend als erster Bürgermeister. Ich jetzt seit Oktober mache die Sachen jetzt einfach auch konsequent weiter. Und gerade wenn ich jetzt hier auf dieser Halfpipe oder Mini-Halfpipe sitze, ist schon, und wenn man übers Gelände schaue, ich mein, da können wir schon stolz sein, was hier entstanden ist mit dem Blick da hinten auch über den See aufs künftige Rathaus, auf den Bürgersaal. Und es war kein leichter Weg, den wir da miteinander gegangen sind. Aber man sieht jetzt langsam wirklich ganz konkret, dass das einfach eine Erfolgsgeschichte ist. Und da sind wir wirklich beispielgebend für ganz, ganz viel, was wir hier letztendlich über Parteigrenzen hinweg geschafft haben. Und das ist ja gerade in der heutigen Zeit, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man nicht schaut, der ist in der CSU, der ist in der SPD und hier diesen hier, sondern dass man wirklich schaut, was ist die Sache, und da müssen wir ran und da muss viel, viel mehr passieren. Und ich finde auch an dem Ort hier sieht man es besonders schön, wie sich es positiv verändert, wie das zusammenwächst sozusagen. Also habe ja immer auch gesagt, das ist so mein Lieblingseck eigentlich im Park, zwischen Grund- und Mittelschule, Jugendzentrum, Haus für Kinder, wie so alt und neu zusammenwächst. Und wenn man es früher noch weiß, wo hier mitten durch die Hauptstraße gegangen ist, wenn wir dann irgendwie bei Partys im Jugendzentrum waren, bist du irgendwie halb dann schon auf der Straße gestanden, wenn du irgendwie mal vor die Tür musstest oder wolltest. Und jetzt ist das hier einfach ein Zusammenhang und ganz, ganz, ganz viel Lebensqualität einfach am Ende. Richtig, und wo ich mich besonders drauf freue, wir werden dann zur Landesgartenschau, zu unserem Eröffnungsfest 145 Tage, werden wir hier überall auch Schilder aufstellen mit alten Bildern, wie es tatsächlich früher ausgeschaut hat. Und dann kann man das auch noch mal ganz konkret sehen und beobachten. Die Schilder werden wir sicherlich langfristig nicht halten können, aber allein dieses Vorher-Nachher-Feeling finde ich immer ganz, ganz toll. Und wir hatten ja sogar kurze Zeit auch überlegt, wir haben uns dagegen entschieden, da hinten, wo die Fußgängerampel, an die noch erinnern kannst, wo die gestanden war, dass wir die wieder hinstellen. Aber da habe ich jetzt von den Planern ein Veto gekriegt. Ich sagte, das würde diesen tollen Blick aufs Rathaus dann doch ein wenig schmälern. Also haben wir gesagt, gut, lassen wir sie weg. Aber mit den Fotos und dieses Vorher-Nachher-Feeling, eine tolle Sache. Man merkt total, du brennst ja für dieses Projekt und auch für dieses Zusammenwachsen hier durch den Park. Aber ich weiß natürlich auch aus unserer langjährigen Zusammenarbeit, dass es viel, viel mehr ist, was dich bewegt, hier Bürgermeister zu sein, als nur sozusagen der Ortspark, dass es ja auch immer um die Menschen geht, mit denen wir hier zusammenleben. Ja, und vor allem das habe ich jetzt die letzten 3 Monate noch mal verstärkt auch gemerkt. Das eine ist, 20 Jahre hier Gemeinderat zu sein, 2-mal Bürgermeisterkandidat gewesen zu sein, also immer schon nah an den Menschen dran. Aber jetzt dann tatsächlich das Bürgermeisteramt inne zu haben, auch zu merken, wie die Menschen auch positiv auf einen Bürgermeister zugehen. Es ist nicht immer alles positiv. Es gibt auch Leute, die man ganz gerne dann nicht unbedingt treffen würde. Aber da konkret helfen zu können, konkret anstoßen zu können, das ist tatsächlich was Tolles. Und ich merke auch an dir, dass du das ein Stück weit sicherlich auch vermisst. Weil das sicherlich im Landtag tatsächlich eine andere Konstellation ist. Du bist jetzt, glaube ich, in deinem neuen Job deutlich weiter weg von den Menschen, weil halt einfach auch die Themen, glaube ich, wesentlich höher sind. Als Bürgermeister bist du, glaube ich, und das kannst aber jetzt nur du wirklich beantworten, bist du, glaube ich, noch näher dran. Also weiter weg nicht, weil man muss es sich ja dann doch beibehalten, dass man sagt, ich will mit den Menschen im Austausch sein. Ich versuche auch, da wirklich auch dran zu bleiben, auch mit dem Bürgerbüro jetzt in Aschheim, wo wir ja dann auch eine Erreichbarkeit haben, oder auch einfach durch Präsenz in den 13 Kommunen. Also weiter weg würde ich nicht sagen, aber es gibt schon Tage, da fehlt mir dieses ganz Konkrete. Also ich versuche es dann natürlich auf andere Art und Weise auch konkret zu machen mit den Kolleginnen
und Kollegen im Landtag da auch Konkretes zu erreichen. Um das geht es ja. Aber hier, wie du weißt, hast du vielleicht irgendwie vormittags ein Problem, das dir geschildert wird. Natürlich. Und das ist nachmittags dann vielleicht schon gelöst. Ja, richtig. Ich bin letztens mittags nach Hause gefahren. Auf der neuen Heimstettener Straße waren Glasscherben auf dem Radlweg liegen. Ich habe angerufen, Mensch, könnt ihr bitte heute Nachmittag noch mal einmal vor, einmal zurück mit der Kehrmaschine. War erledigt. Kein Plattfuß in den Reifen. Also eine schöne Geschichte. Nein, als Bürgermeister und drum möchte ich gar nicht mit dir tauschen. mir gefällt der Job wirklich gut. Es war ja für mich jetzt auch keine leichte Entscheidung, mich auch zur Kandidatur für kommenden Sonntag wirklich auch, dass ich es wirklich auch mache, weil es nicht nur schön ist, das weiß jeder, der Bürgermeister ist, aber es ist schon ein toller Job. Also wirklich konkret helfen zu können, zu sagen zu können, jawohl, das gehen wir jetzt an. Neulich mit dem Schulförderverein waren sie bei mir da gesessen mit der Sperrung vom Oval, Verkehrsumleitung Flurstraße. Habe ich einfach im Bürgermeisterbüro das Gespräch abgebrochen und wir haben gesagt, komm, wir gehen jetzt am nächsten Tag in der Früh um 7 Uhr raus, haben sofort festgelegt, welche Maßnahmen wir ergreifen. Und das ist natürlich schon, glaube ich, was Tolles und ich bin mir sicher, du vermisst es. Deswegen kann ich auch immer wieder fragen und meine Einblicke mitbringen. Aber was ich auch total spannend finde, also mir ging es jetzt tatsächlich so, nachdem ich das hier fast 10 Jahre gemacht habe und ja auch schon 40 bin, ist es auch nicht ganz so leicht, nochmal was ganz Neues anzufangen. Jetzt ist zwar Bürgermeister und Abgeordneter beides irgendwie Politik und dann ist es doch wieder verwandt. Und die Vorerfahrungen als Bürgermeister helfen mir natürlich, gerade dieses konkrete Hinlangen, das du ja auch geschildert hast. Aber trotzdem nochmal was ganz Neues anzufangen. Man sieht es dir auch nicht an, aber jetzt bist du nicht mehr ganz 40 und trotzdem noch mal ganz 60, neu. Ja. Wie geht's dir da, wenn du jetzt sagst, natürlich bist du 20 Jahre im Gemeinderat, aber jetzt ist es ja doch als Job, als Hauptberuf dann nochmal ein Neustart das, eigentlich für dich. Das war tatsächlich auch das Hauptthema im ganzen letzten Dreivierteljahr. Also als du damals mir erklärt hast, dass du für den Landtag kandidieren wirst, war mir natürlich klar, auch mit deinem Hintergrund, weil ich auch weiß, wie du dich in Projekte reinkniest, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du auch in den Wahllandtag kommst, sehr, sehr hoch ist. Dass also zumindest auch diese Interimszeit, die ja jetzt nächsten Sonntag ausläuft, auf mich zukommt und dann die Entscheidung, trittst du nochmal an, trittst du nicht mehr an, weil 2008, 2014, war ich halt noch 10 Jahre oder 16 Jahre noch jünger, war keine leichte Entscheidung. Ich meine, ich habe jetzt 4 Enkelkinder, die natürlich auch schnell groß werden und als Bürgermeister ist da doch um einiges weniger auch Zeit. Es war in der Familie keine leichte Entscheidung, das zu machen, aber in der Verantwortung der Projekte, die wir ja auch letztendlich gemeinsam hiermit angestoßen haben, dieser Ortspark, das Rathaus, das Gymnasium, dann natürlich auch der Altbestand im Ort, wenn man so nennen darf, dass auch da die Bürger sich mitgenommen fühlen. Und natürlich auch, ich habe es in der Podiumsdiskussion als Verdauen unserer Planung genannt, die 3.500 Neubürger und fast 1.000 sind ja schon da, oder 800 vielleicht, die müssen ja integriert werden. Und ich wäre mir, wenn ich es nicht gemacht hätte, vielleicht ein bisschen ein Stück weit wie ein Fahnenflüchtiger vorgekommen, wenn ich gesagt hätte, nee, ich mache es jetzt nicht, ein Stück weit vielleicht auch aus Bequemlichkeit. Also ich mache es gern, aber ich weiß auch, dass es eine Riesenverantwortung ist und die nehme ich schon sehr ernst. Und was ich ganz toll finde, ist auch, dass wir miteinander weiter an den Themen irgendwie dranbleiben können, weil man oft, habe ich ja selber auch regelmäßig erlebt, oft brauchst du einfach den Landkreis, oft brauchst du dann aber auch das Land, Bund, EU, hier sind ja auch viele Fördergelder, jetzt wenn wir nur mal den Ortspark nehmen mit herin und da zusammen anzuschieben, macht mir total viel Spaß und wie du angesprochen hast, auch das Thema, die Fähigkeit zum Kompromiss auch zu haben. Ja. Das ist, glaube ich, auch insgesamt nicht nur für die Kommunalpolitik, sondern insgesamt ganz entscheidend und ich meine, das zeigt ja allein unser beider Werdegang. Wir hatten ja schwierige, Zeiten. Hör bloß auf. Wir hatten wirklich auch einen sehr, sehr harten Wahlkampf damals, wo unsere Teams sich natürlich auch, muss man schon sagen, ja auch in irgendeiner Art und Weise nicht nur als Wettbewerber, sondern schon fast auch feindlich gegenübergestanden sind. Und, das war nicht und schön. Irgendwie hat es aber dann ja geklappt, dass wir gesagt haben, packt mal miteinander an und da ist ja jetzt dann auch irgendwie eine Freundschaft draus entstanden, um die ich total dankbar bin. Und wo ich nur noch mal auch fragen kann, wie wichtig ist aus deiner Sicht deshalb auch künftig die Bereitschaft zum Kompromiss oder also warum wirbst du so sehr dafür sozusagen?
weil ich zutiefst der Meinung bin, dass letztendlich, ich habe mal gelesen, Politik geht ja schon los, wenn du dich mit deinem Partner unterhältst, wir gehen heute ins Kino. Welchen Film schauen wir an? Ne? Den Actionfilm oder den Liebesfilm? Also da geht Politik schon los und da gehen aber auch Kompromisse los. Das heißt, letztendlich geht es nur mit Kompromissen. Du hast immer verschiedene Meinungen, ja, und auch verschiedene Wünsche der Menschen. Und man merkt auch, man kann ja die Wünsche nicht erfüllen, aber man muss sie zumindest ernst nehmen. Man muss sie prüfen, ob es denn unter Umständen funktionabel ist, ob der Wunsch umsetzbar ist. Wenn es aber nicht geht, dann muss man gut erklären. Und das ist das A und O. Und daraus entsteht in der Regel immer was Positives, weil auch den, dessen Wunsch man nicht erfüllen konnte, den kann ich aber trotzdem dann sagen, okay, ich nehme sie aber trotzdem mit, indem ich ihnen auch erkläre, was eben nicht geht. Und das kann eigentlich, müsste in der großen Politik auch viel, viel öfters passieren. Und natürlich habe ich natürlich auch als Gemeinde an den Abgeordneten natürlich dann auch noch einige Wünsche, aber das machen wir dann nochmal mal ein anderes Mal, wo schon auch der Freistaat Bayern, der ja natürlich auch immer wieder hilft. Ja. Aber wir brauchen als Kommunen auch, ich denke jetzt an kommunale Wärmeplanung, ich denke an Geothermie, da braucht man als Kommune schon auch noch Hilfestellungen. Aber wie gesagt, das machen wir mal. Da sind wir ja auch schon dran. In aller Ruhe, weil wir haben ja tatsächlich auch nach 2014, als wir wirklich die Straßenseiten gewechselt haben, ja dann in der Folge, als wir es mal ausgesprochen hatten, ja dann auch weiterhin fleißig diskutiert, aber halt eher dann mal im geschlossenen Raum, und auch da kommt dann sicherlich mehr raus. Man muss nicht immer alles gleich öffentlich machen. Es schadet auch nicht, mal sich in Ruhe mal zusammenzusetzen und zu sagen, du, das sind jetzt unsere auch gegensätzlichen Positionen. Wie könnte man denn unter Umständen zusammenkommen? Und dann braucht man auch mal 2-3 Tage, dass man mal drüber schläft. Aber in der Regel haben wir festgestellt, wir beide eigentlich, es kommt dann gut etwas Gutes bei raus. Und dir wünsche ich ganz besonders im Landtag, dass du das nicht vergisst, weil ich bin mir sicher, in der großen Politik, Landtag ist doch schon nochmal eine andere Nummer als eine 13.500 Einwohnergemeinde, dass man das nicht vergisst, dass wir Demokraten wirklich gerade in der schwierigen Zeit heute ganz anders noch zusammenhalten müssen, als man es vielleicht in der Vergangenheit auch gewohnt war. Definitiv. Ja, das ist natürlich dann auf der Ebene ein Stück schwieriger, weil du es ja anders organisiert hast. Du hast der Regierung, Opposition, das gibt es ja in der Kommunalpolitik Gott sei Dank so nicht, aber in der Landespolitik ist es wichtig, dass es diese unterschiedlichen Rollen gibt. Aber trotzdem ist auch da aus meiner Sicht das A und O einfach zuhören. Und das ist ja manchmal auch das, was einem Politiker besonders schwer fällt, weil wenn man nicht gerne selber auch redet, geht man nicht in die Politik. Aber man hat nicht umsonst 2 Ohren und nur einen Mund, um eigentlich doppelt so viel zuzuhören wie zu sprechen. Die Idee ist gut, ja. Aber das war schon immer, finde ich, auch die Grundlage von den Kompromissen, die wir hier ja nicht nur wir beide, sondern ja auch die Fraktionen dann miteinander geschlossen haben, dass man erstmal zuhört und genau hinhört, was ist eigentlich die Gegenposition sozusagen, richtig, um zu verstehen, was sind auch die Beweggründe, weil oft ist doch so, dass man eigentlich nur zuhört und so ein bisschen abwartet auf irgendein Schlagwort, auf das man dann sozusagen sofort wieder reagieren kann. Das fällt mir natürlich jetzt im Landtag auch besonders auf, aber gar nicht mehr so wirklich zuhört, um zu verstehen, was ist eigentlich die Idee, was ist die Position. Und nur wenn ich das verstanden habe, kann ich es ja übereinander bringen vielleicht mit meiner Haltung. Und umso wichtiger ist es aber auch, finde ich, auch eine eigene Haltung zu haben, weil das fehlt den Leuten ja auch manchmal, dass man sagt, wo ist eigentlich die Position, wo ist auch die Klarheit, und die braucht es dann am Ende auch, um eben eine gemeinsame Lösung dann zu finden. Richtig, hat der Franz Josef Strauß gesagt, everybody's darling is everybody's depp, das geht nicht, das geht nur mit Haltung. Aber mein Appell an den Landtag, und es gilt auch für den Bundestag genauso, ruhig auch mal öfters jenseits auch von Koalitionen einfach mal eine Abstimmung freigeben. Das Parlament, das kann schon auch sehr schön auch entscheiden. Das ist ja eigentlich letztendlich auch die ureigenste Position des Parlaments. Nicht, dass man sich an irgendwelche Koalitionsverträge ganz stoisch hält, sondern wirklich sagt, okay, das ist jetzt wirklich eine echte Gewissensentscheidung, die gebe ich im Parlament frei, und da kommen dann auch gute Sachen bei raus. Stefan, es ist am Sonntag Wahltag. Wie verbringt ihr diesen Tag? Also ich weiß aus eigener Erfahrung, das ist nervlich, vor allen Dingen die um einen rum sind, extrem anstrengend. Wir sind immer irgendwo hingefahren, um dann möglichst viel Abstand zu haben. Ich habe tatsächlich meistens Briefwahl gemacht, weil ich mir gedacht habe, ich halte es eh nicht aus.
Aber dann seid ihr wahrscheinlich um 18 Uhr, wir treffen uns ja dann, seid ihr im Rathaus. Aber wie werdet ihr diesen Tag verbringen? Also wir machen den, also ich bin wirklich ein klassischer Urnenwähler. Ich finde es einfach schön, da hinzugehen, den Zettel zu nehmen, auszufüllen. Diesmal ist er ja im Gegensatz zur Landtagswahl relativ klein. Wir treffen uns dann zum Mittagessen mit der gesamten Familie. Sind dann alle da, alle Enkelkinder, alle Töchter mit Ehemännern. Und da werden wir dann den Nachmittag, dann ist immer viel, viel Turbo bei uns daheim, wenn dann alle bei uns rumhupfen. Also da wird es dann nicht langweilig und wir machen einen klassischen Familiensonntag und abends schauen wir dann mal, was der Wähler gesprochen hat. Und letzte Frage, sollte es klappen am Sonntag, was ich persönlich mir sehr, sehr wünschen würde. Danke. Was wird am Montag, du bist ja gleich am nächsten Tag dann? Nein, tatsächlich nicht. Ich habe lernen dürfen, am nächsten Tag tagt dann erst der Wahlausschuss und die Amt bestätigt das Ganze und am Dienstag ist man dann tatsächlich, sodass ich tatsächlich Montagvormittag dann noch zu meinem bisherigen Arbeitgeber, wie die letzten Monate auch, gehen werde und dann muss man über die ganzen Dinge reden, die halt dann zu regeln sind. Und also wenn dann am Dienstag dein erster Tag wäre, was ist die erste Amtshandlung, wenn du dann tatsächlich quasi nicht mehr als Geschäftsführer, sondern dann als erster Bürgermeister die hoffentlich. Die erste Amtshandlung habe ich mir tatsächlich noch überhaupt noch keine Gedanken gemacht, weil ich schon mittlerweile schon nach den 3 Monaten schon so tief in den Themen drin stecke. Aber wir werden tatsächlich jetzt an allen Projekten massiv weiterarbeiten, vor allem das, was jetzt auch tatsächlich liegen geblieben ist. Letztendlich wird eine der ersten Amtshandlungen sein, dass wir jetzt ganz konkret die Gemeinderatsklausur vorbereiten. Wir müssen, wie gesagt, das Thema Verdauen ja auch anfangen. Da geht es ja dann weiter mit den diversen Nutzungen altes Rathaus, dass man diese Vorbereitungen trifft. Welche Maßnahmen müssen denn getroffen werden, damit wir dann auch entsprechend Gelder einstellen. Also ich möchte dann relativ bald eine Gemeinderatsklausur machen, um dann einfach diese Punkte dann nach und nach jetzt eben dann anzugehen. Und das ist einfach bis jetzt komplett liegen geblieben. Macht aber auch nichts, weil das ist jetzt ja keine Aufgabe für einen Interimsbürgermeister, weit in die Zukunft herauszugehen, sondern den Job habe ich dann ab Dienstag nach der Wahl, dass wir dann für die nächsten 6 Jahre dann wirklich die Gemeinde wieder gut aufstellen. Weil sie ist ja gut aufgestellt und insofern übernehme ich da eigentlich einen ganz gut geführten Haufen. Also die Daumen sind ganz, ganz fest gedrückt. Ich freue mich, mit dir weiter anzupacken. Max, herzlichen Dank. Und danke dir für deine Zeit hier in unserem wunderschönen künftigen Ortspark. Wird toll werden. Ja, super. Danke fürs Zuschauen. Und es ist arschkalt von ja, unten. Boah, das ist echt.